Da ist jemand. Und der verlangt, dass ich speichere. Hallo? Wer sind Sie denn? Was macht denn die für Geräusche? Hosaka Misa. Risa. Sie scheint zu essen. Ja. Schweigen. Zwei Frauen schweigen sich an oder zwei Dinge. Ich hab mich verlaufen. Du hast wohl gar keine Ahnung. Nicht wahr? Ahnung von was? Was willst du von mir, du fettes Stück? Tantchen. Gehört der Laden Ihnen? Sehe ich etwa so aus? Nein, Also du solltest jetzt auch hier irgendwas mal essen, ey. Denn jetzt gerade ist All You Can Eat angesagt, ist also was du willst. Hä? Ja, schau dich doch um. Hier ist doch sowieso kein Angestellter des Ladens. Ich empfehle dir also, so viel du fressen kannst, hier nicht reinzuschaufeln. Oh Mann, ey, Dialekt lässt grüßen bei der Dame. Nein, ich bin schon in Ordnung. Warum ist denn hier kein Angestellter im Laden eigentlich? Hä? Warum fragst du mich denn für seltsame Sachen hier? Du. Ist dir schon aufgefallen? Die Leute in dieser Gegend sind irgendwie alle verschwunden. Hä? Aber vielleicht ist es auch der Fall, dass wir diejenigen sind, die schon verschwunden sind. Ach, wie lustig. Boah, Alter, fällt kein Papier, hör auf. Usena, imamono kuten da yo. Jetzt verschwinde, ich fresse gerade noch. Was ist denn das für eine dicke Sau, Frau? Risa. Risa, red mit mir. So, die hat mir nichts zu sagen? Okay. Die Leute hier sind echt sehr sonderbar. Speichern wir einfach mal auf 7 weiter. Ich denke nicht, dass wir irgendwas verkacken werden. Gut, dann müssen wir uns jetzt noch mal ein bisschen schlau machen, was wir sonst hier gucken können noch. Wir können ja wieder zum Haus vom Alten gehen. Ah, erstmal hier oben gucken nochmal. So. Hier ist immer noch der Stacheldraht gespannt und nach wie vor ist Betreten verboten angesagt. Das heißt, wir gehen weiter und gucken nochmal hier beim Opa im Haus, der Gott sei Dank nicht wieder zurückgekehrt ist. Ach, der Pferd, der ist kaputt. Hier liegt ein Futon ausgebreitet. Oh! Ah, Hinweis Nummer 3. Soll ich ihn lesen? Ja. In Chapter 2 gibt es Punkte, wo man den Verfolger abschütteln kann. Das sind nicht nur Dinge, sondern auch Orte, die halt dafür zuständig sind. Und die sind vielleicht an irgendwelchen unerwarteten Orten versteckt. Okay, das ist gut zu wissen. Sehr informativ, wirklich. Das kommt auch zur richtigen Zeit gerade. Hammer. So, das ist ziemlich alt hier, die Schränke anscheinend. Nee, die Klamotten. Da sind Sachen drin und die sind alt. So, schön. Hier gibt's nichts zu sehen. Das heißt, wir checken noch einmal den linken Bildschirm und finden darin nichts. Mann, ey. Warum helfen mir die Leute hier einfach nicht? Der alte Opa will nur was zu trinken haben und die Oma da im Laden frisst sich durch. Ob das was zu bedeuten hat? Na gut, dann gucken wir nochmal hier in dem Schrein und da ist der Opa wieder. Und der sagt wieder den gleichen Scheiß, der mich nicht interessiert. Was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Lal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 
kann ich wohl zur Baustelle gehen? Okay, haben wir's doch. Und damit haben wir eine Zange in unserem Inventar liegen, nehme ich mal an. Und zwar scheine ich damit den Stacheldraht an der Baustelle, in der verlassenen Baustelle, kaputt machen zu können. Aha. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir gehen zur Baustelle. Hoffentlich alleine und ohne dieses Samenstrangviech, was mich da verfolgt. So, Item benutzen. Zange. Ah, und da knipst du einfach mal den Draht durch. Tadadada. Jawohl, so kann ich durch. Wow, die ist aber ganz schön verlassen, diese Baustelle hier. Vor allem die Erdspalte sind einfach mal total seltsam. Hier stehen alte und verrostete Fässer. Na gut. Schön für dich. Ich habe das Gefühl, als werde ich beobachtet. Oh Gott, oh Gott. Oh, gruselig. Was ist das für ein Ort? Er ist so gruselig. Ja, dem kann ich ganz zustimmen. Hier ist nichts Besonderes. Verrostet. Hm? Hier. Ein mit Staub besetztes Fenster. Und es ist irgendwie ein total einsamer Ort hier. Hier ist nichts Besonderes. Ah, die schon wieder, die Dicksau. So reflexartig bin ich direkt nach rechts gegangen, weil ich Angst habe, dass ich gleich angesprungen werde von ihr. Und was hat sie mir zu sagen? Dicksau, wie kommst du denn überhaupt jetzt über den Stacheldraht? Frag ich mich, liebe Lisa. Du, wie bist du denn bitte hierher gekommen? Das hab ich dich zuerst gefragt, Dicksau. Genau, was ist denn mit dir, Tantchen? Ich bin Einwohnerin dieser Stadt. Ne? Also, ich kenne die Hintergassen hier. Aha, so ist das also. Ja. Wirklich. Hier ist ja niemand, nicht wahr? Boah, du schaltest ja richtig schnell, liebe Mikoto. Na siehste? Das ist bestimmt das Tun dieses Monstrums. Also es wird dich auch irgendwann noch kriegen. Hm. Tantchen, haben Sie nicht irgendwie eine Familie oder so? Und Sie haben noch gesagt, Sie kommen aus dieser Stadt, nicht wahr? Wenn Sie dann irgendwelche Verwandten hier haben sollten, machen Sie sich dann nicht vielleicht Sorgen darum? Mach ich mir nicht. Hä? Ich bin schon ganz lange Zeit alleine. Habe mich vor Jahren von meinem Ehemann getrennt. Und meine Kinder sind schon in dieser anderen Welt. Oh nein, die Arme. Oh mein Gott. Ach so, es tut mir leid. Das wusste ich nicht. Oh. Kücke, wofür entschuldigst du dich eigentlich überhaupt? Naja, dass du der Geschichte einer alten Schabracke wie mir überhaupt beiwohnst. Naja, das ist eine ganz andere Geschichte, nicht wahr? Du kleines Luder, du. Aber du, mal ganz ehrlich, warum bist du überhaupt hierher gekommen? Ja, also. Komm, sag schon. Hier ist doch nichts. Also, dass du hierher gekommen bist, war doch komplett umsonst. Naja, obwohl du mich ja jetzt treffen konntest und das war doch schon mal was Tolles, oder nicht? Kuck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 u
Spiel zu fangen weiter. Mit diesem Monstrum. Ich wollte eigentlich Hilfe holen. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Es wird dich überall hin verfolgen. Selbst bis in den Tod kommt es dich holen. Ist schon in Ordnung. Ich werde auf jeden Fall gerettet werden. Mann, da bist du auch optimistisch, Mädchen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Warum guckt ihr einfach auf ein brennendes Fass? Ich verstehe die Leute hier nicht. Es brennt, ja. Sehe ich auch. Boah, sind die strange. Was mache ich denn jetzt? Speichern. Auf Nummer 8. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das für ein Geräusch? Irgendwas rumort doch hier. Und das ist nicht mein Körper gewesen. Nur zur Info. Hallo? Was war denn das? Hallo? Hallo? Hier kann ich ja nichts weiter machen. Nein, dann gehe ich einfach mal runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was wird nun kommen? Vielleicht ist der Opa wieder da? Fehlanzeige? Ah, okay, dann werde ich wahrscheinlich zum Tempel wieder müssen. Weil der alte Mart. Der alte Mart, sag ich schon. Der alte Mann hat ja immer gut Rat. Na? Die haben ja die Erfahrung, die Lebenserfahrung, die alten Menschen. Und deshalb denke ich mal, ist das der Schrein, ganz genau. Helfen Sie mir. Und? Hast du was gefunden? Hm. Ja, ich bin zwar zur Baustelle gegangen, aber ich habe da nichts Interessantes finden können. Ach so. Du hast sie aber getroffen, diese Frau. Hä? Hüte dich vor ihr! Warum sollte ich mich vor ihr hüten? Yatsni wa kiyotsukero. Wie, was? Ja. Gut. Die Leute helfen mir irgendwie wirklich gar nicht. Warum um Himmels Willen sollte ich mich vor so einer fetten Frau hüten? Ah! Sie ist wieder da, sie ist wieder da. Warum ist sie jetzt auf dem Spielplatz? Dicksaufrau, was ist los? Hier auf dem Spielplatz. So treffen wir uns wieder. Tantchen! Bist du in Ordnung? Also, wenn du hier so mit Hummeln im Hintern rumläufst, dann wird dich dieses Monster auf jeden Fall noch finden, du. Ja, was ist denn los? Warum machst du so ein Gesicht? Ist irgendwas mit meinem Gesicht? Tantchen. Verstecken Sie nicht irgendwas vor mir? Wie kommst du auf einmal darauf? Es gibt eigentlich was mir ein bisschen Sorgen macht. Sorgen? Was macht dir Sorgen? Nein. Was ist denn jetzt auf einmal los? Mit dir? Erst erscheinst du hier wie aus dem Nichts vor mir mehrmals. Und dann sagst du, dass irgendwas mit mir los sein sollte? Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Bitte, bitte beruhigen Sie sich. Du, das ist schon so, seitdem wir uns das erste Mal hier begegnet sind. Von Anfang an beobachtest du mich doch. Das merke ich doch, du. Tantchen. Wer zur Hölle bist du? Du, warum bist du alleine hier in dieser Stadt übrig geblieben? Warum bist du vor mir schon mehrmals erschienen, du? Oh oh, ich glaube, gleich gibt's wirklich einen Bitchfight. Du, durchschaust du mich etwa? Oh mein Gott, sie hat wirklich ein Geheimnis. Nein, das ist auf keinen Fall. Bitte glauben Sie, ich wollte einfach nur... Hat sich beruhigt? Oh, es scheint einfach nur ein Missverständnis meinerseits zu sein. Hä? Entschuldigung für die
Umständlichkeiten. Okay. Nein, ist nicht der Rede wert. Aber es ist doch eh schon alles zu spät. Du siehst doch in mir auch nichts anderes mehr als eine Verrückte, nicht wahr? Ist schon okay. Ich werde dir alles sagen. Ich kenne die wahre Gestalt von diesem Monstrum. Es macht doch solche komischen Bewegungen. Ich weiß nicht, ob ein Teil davon urbane Legenden sind oder sonst was. Nein, dieses Ding, es ist echt. Zumindest weiß ich es. Ich kenne die wahre Gestalt von diesem Monstrum. Was zur Hölle ist es denn? Du bist so dumm. Du bist wirklich minderwertig. Wirklich so ein Idiotin. Du bist so dumm, Pupu. Muss ich das jetzt wieder verstehen? Nein. Was war das denn gerade? Schon wieder. Ja, liebe Mikoto. Unwissend bleibst du nicht allein zurück. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ganz ehrlich mal. Und es passiert wieder was. Herr Himuro ist auf jeden Fall viel zu spät. Ja, der Herr Himuro kommt halt immer mal zu spät. Oh Mann, bin ich mal wieder lustig. Naja, hier gibt's mal wieder nichts. Dann gehen wir einfach mal wieder durch den Laden. Aber ich sollte speichern. Das darf... speichern. Speichern. Und ich speichere jetzt einfach mal wieder auf 1. Und gehe einfach mal weiter.